Wir nehmen die Daumen, dass das Debüt funktioniert. Mats Hummels im neuen Trikot. Sehr ungewohnt, oder? Ja, bin ich bei dir. Aber Glückwunsch zu diesem Transfer. Einer der besten Verteidiger der Welt, den sie sich da geholt haben. Das könnte die Chance werden. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Eriksen! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Der Ball wird ausgeführt von Arjen Robben. Tolle Flanke. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Das könnte die Gelegenheit geben. Und jetzt der Schuss. Der Ball wurde weggefaustet. Eckschuss also. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt Eriksen. Die Bayern im Vorwärtsgang. Sauber vom Ball getrennt hier. Martinez dazwischen. Da kommt der Schuss. Alaba kann hier blocken. Und nun Eriksen. Da verlieren sie den Ball. Delaney. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das... Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Und gelb für Martinez. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Und Douglas Costa. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. So, er zeigt an, dass er wieder rein will. Ja, da kann er sich nicht so schwer verletzt haben. Hoffen wir, dass er durchhält. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und Lahm. Jetzt die Bayern im Angriff. Klasse gespielt. Und offensichtlich kann er... Lahm! Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Eriksen jetzt am Ball. Sie müssen schneller spielen. Lewandowski! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Philipp Lienhardt. Und Kruse. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Philipp Lienhardt. Junusovic. Abgefangen von Lahm. Jetzt wird's gefährlich. Lewandowski jetzt. Eriksen. Schade, das war richtig, richtig knapp. Um ein Haar hätten sie die Führung erzielt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ball, er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Junusovic. Max Kruse. Martinez geht hier gut rein. Xabi Alonso. Und jetzt vielleicht. Robben geht nach vorne. Lahm. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Calderola. Delaney. Junusovic.
Da kann er ihn stoppen. Xabi Alonso. Jetzt nochmal die Bayern. Das war einfach. Und er hat den Ball. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Der Eckball wird ausgeführt von Arjen Robben. Vier Minuten gibt es als Nachspielzeit. Per Kopf verlängert. Macht er gut hier. Und Kruse. Sehr gut aufgepasst. Die Bayern im Vorwärtsgang. Macht er das Tor. Da passt der Klasse auf. Das ist ein Eckball für die Bayern. Keine Tore. Es kann weitergehen in der Allianz Arena. Steigen wir ein in Durchgang 2. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr gut reingespielt. Da ist er da und hat die Flanke. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Und Alonso. Douglas Costa. Der Angriff könnte was werden. Lewandowski. Gute Aktion vom Torhüter. Und das gibt schon wieder Ecke. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Foul und Freistoß gegen die Bayern. Gelbe Karte für Alaba. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Guter Ball nach draußen. Schöne Flanke. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Jetzt Lahm am Ball. Spielt den Ball direkt zurück. Jetzt wird's gefährlich. Junusovic. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Ein Moment für die Ewigkeit, vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemach, gemach, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. Da ist das erste Tor und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Thiago jetzt. Und jetzt Vidal. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Es gibt die gelbe Karte, für mich zu hart, diese Entscheidung. Ein Foul war es. Viel mehr hätte man daraus nicht machen müssen. Das könnte die Chance werden. Schussversuch. Und jetzt gibt es eine Ecke. Geklärt von Martinez. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Lahm! Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab.
geht er rein. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Die Schussstatistik überrascht dann doch Buschi. Mehr Abschüsse, aber Rückstand. Stichwort Effektivität. Jetzt, das könnte die Gelegenheit geben. Und jetzt der Schuss. Gute Möglichkeit. Aber völlig verunglückter Abschluss. Ja, da war er wohl zu nervös und überhastet, um den Ball zu platzieren. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da passt er auf. Da kommt der schnelle Einwurf. Jetzt Lewandowski. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Loftus-Cheek. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn vom Ball. Gute Idee, dieser Ball. Tolle Flanke. Er schießt. Der Schuss war super gemacht vom Torwart. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Packen die Bayern hier noch den Ausgleich, Buschi. Es ist ja nicht mehr lange zu spielen. Es wird eng für den Rekordmeister. Wenn sie das heute nicht packen, hat es aber zumindest nicht an mangelnder Unterstützung gelegen. Die Fans sind klasse, feuern das Team auch jetzt noch mal an. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt ist er durch. Jetzt könnte es klappen. Ruben Loftus-Cheek. Der geht nicht rein. Da kommt der Schuss. Und da ist das Tor. Jetzt passt auch der Spielstand. Sie sind hier überlegen und konnten ein weiteres Tor erzielen. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt die Bayern im Angriff. Ja, sie wollen offensiv ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit langen Bällen jetzt. Okay, Wolf. Jetzt kommt Douglas Costa. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Jetzt Robben am Ball. Junusovic. Der Angriff könnte was werden. Hajrovic. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Er nimmt ihm den Ball ab. Das macht er gut. Max Kruse. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Kopfballchance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Es bleibt hier bei diesem